Hello, my name is Johnny Knoxville and this is the Löwenshot. Spaß. Willkommen zu einer neuen Folge auf einem neuen Ramses, der Kanal. Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Das ist der Hannes. Guckt euch das an. Hinter der Kamera ist der Isbo, ne? Hallo, bin der Isbo. Wir sitzen jetzt hier irgendwo im komischen Vorgarten. Der Stuhl tut mega weh. Wir haben was gefunden. Diese zwei Senf-Shots. Kennt ihr Löwensenf? Löwensenf müsste eigentlich jeder kennen. Und das ist hier so ein Smoothie, ja, von der Firma True Fruits. Kennt ihr True Fruits? True Fruits haben immer in so großen Glasbehältern irgendwie so Smoothies hergestellt. Total gemixt, total teuer, wollten übelst cool sein. Dann haben sie so ganz große Säfte hergestellt, Orangensaft in einem Leopardenglas, in der Lavalampe als Glas, in keine Ahnung was es gab, immer lauter Limited Editions. Und ich habe ein Video gemacht, da gab es auch so True Fruits Special Edition als so ein Smoothie Shot. Mit diesem komischen Kind drauf hier, was immer so Hustenbonbons hatte. Emoikal oder was das ist. Kennt man? Emoikal. Diese roten Bonbons, zuckerfrei zum Lutschen für die kleinen Kinnes. Und jetzt, ich habe das nur so gesehen, dachte, was ist das Senf zum Trinken? Es ist eine weitere Limited Edition Number 3 True Fruits X Löwensenf. Zubereitung aus Früchten, Gewürzen, Frucht und Agaven, Dicksaft. Orangen, Ananas, Mango, Maracuja, gemahlener Löwensenf, Senfsaat. Da haben wir uns gedacht, nehmen wir mal mit. Eins kriegt nämlich jetzt der Hannes, eins kriegt der Ramses. Die wollen wir jetzt mal aufmachen. Das ist einfach ein normaler Fruchtsmovie. Der ist übelst gesund, was ihr nur habt. Ich habe jetzt schon Sodbrennen. Wirklich, weil wir gerade noch essen waren. Und danach werde ich wahrscheinlich Sodbrennen haben. Und jetzt wollen wir uns mal diesen Löwenshot X True Fruits extra scharf, ne, reinziehen, würde ich sagen. Lass es dir schmecken, Hannes. Prost. Sieht, sag ich mal, guck mal, ist schön gelb, ne. Es ist Saft. Saft, schöne Fruchtsaft mit Senf. Und hau rein. Oh. So, das schmeckt richtig nach dem Senf, also senfmäßig. Jetzt immer mit dem Finger rausschlotzen. Ja. Ihr merkt, glaube ich, jede einzelne Frucht daraus. Also es schmeckt erstmal sehr fruchtig wie Saft und du denkst, scheiße, wieder verarscht, gar kein Senf drin. Und dann hast du im Nachgeschmack, wenn du runtergeschluckt hast, brennt dir plötzlich hier so ein bisschen der Rachen. Du merkst diese richtige fette Senfnote dabei. Also finde ich cool. Finde ich sogar besser als dieses Emoikal True Fruits Dings. Weil das war halt einfach nur, schmeckt halt wie diese Bonbons. Ist ja nichts Besonderes, aber hier diese Mischung wirklich aus diesem ganzen Früchtezeug zusätzlich mit Senf und in diesem tollen Design, in dieser Verpackung feiere ich das. True Fruits X Löwensenf. Wenn ihr das schon mal probiert habt, schreibt es mir in die Kommentare. Hannes, wenn du willst, kannst du dir aufheben, kannst dir ins Regal stellen oder kannst Senf reinmachen. Genau, und so. Ansonsten war es von meiner Seite aus. This is the Jackass, this is the Isbo. Dankeschön. Peace out, Vorhaut, euer Ramses, euer Hannes, der Löwensenf-Smoothie.